Hey, ho Leute und willkommen zurück. Nein, werde nicht zurück. Willkommen zu Pikuniku. Warte, du kannst es einfach da oben lesen. Du musst nicht die Hiragana nehmen. Das kann ich nicht mehr lesen. Katakana? Also die Striche sind kein Hiragana. Die in der Mitte. Egal. Willkommen zu, ja, Pikuniku. In Version 1.0.5, ja, ihr habt richtig gehört, Punkt 5 ist die neueste Version, die seit 2019 schon draußen ist. Boah, so frisch und hart und oh, die ist noch richtig warm. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, vermutlich nicht. Ist ein lustiges kleines Spiel, ich habe es ein bisschen angespielt und dachte mir, jo, das ist lustig, also machen wir ein neues Spiel im Let's Play. Mit Domi. Domi kennt ein bisschen was, schon ewig her. Ich glaube, ich kenne alles und das ist ewig her. Hallo. Machst du den? Oh. Ja, das ist eindeutig ein Bürgermeister, oder? Ich meine, er hat einen Zylinder auf. Gefällt dir sein Zylinder? Schicker Zylinder. Naja. Ich will dir was geben. Stell dir vor. Ich glaube, das ist kein Bürgermeister. Aber nicht. Gratis Geld. Boah, gratis Geld, was? Ich mag gratis Geld. Wirti, wir arbeiten dran. Ich sag jetzt nur. Ja, du hast richtig gehört. Was? Ich will dir Geld geben. Nein, wirklich? Ich wünsche mir, würde ich dir Geld geben. Gebt uns Geld. Kostenlos. Was? Gratis Geld. Ich muss fürs Geld nicht bezahlen. Warum ist das gerade so laut? Ich sag dir, wie das funktioniert. Aber bitte. Du hast wahrscheinlich viel Müll in der Stadt. Ja, es sind ein paar Leute, die sind scheiße. Und der nimmt viel Platz weg. Absolut. Ich schicke meine Roboter in deine Stadt und die sammeln all das nutzlose Zeug. Perfekt! Du brauchst gar nichts zu machen. Und dafür kriege ich Geld? Und dafür kriegst du Geld. Oh mein Gott. Verflixt, wir sind nur noch Geld dafür. Gratis Geld. Ich komme nicht drauf klar. Du vertraust mir noch nicht? Doch. Na dann vertraut diesem Kerl. Dem vertraue ich. Vertraut mir, das ist gratis Geld. Das ist großartig. Siehst du, wie ich gesagt habe? Oh. Ich liebe es. Moment. Moment! Wer ist jetzt der Typ? Wenn nächstes Mal einer meiner riesigen Roboter über deine Stadt fliegt, lass uns friedlich arbeiten. Klar, gerne. Und ich mach dich im Handumdrehen reich. Bis dann. Pass auf dich auf und denk daran. Gratis Geld. Du bist perfekt. Oh, danke. Du auch. Komisches Gehirn auf den Beinen. Geld, habt ihr gehört, Leute? Sunshine Inc. Eine bessere Welt wartet schon. Yeah. Ich bin bereit für gratis Geld. Och, das ist immer. Die Aufgabe kenne ich, die ist schwer. Aufwachen. Ich weiß nicht, ob ich die kann. Hallo. Guck mal, das ist Napster Blue. Er kennt Zylinder auf. Ich möchte ganz kurz anmerken, dass ich den Menschen, also das Gehirn mit dem Zylinder auf. Erkannt habe, dass es ein Zylinder ist, ohne dass da irgendwas anderes zu sehen war, außer der weiße Streifen. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke, danke. Hallo. Oh Gott, du bist endlich wach. Ah, jetzt ist der Puls immer fett. Ich blick in die Kamera. Was? Und wie stehe ich jetzt auf? Könnt ihr mir das verraten? Ich kann das nämlich nicht. Ich liege mir viel zu lange im Bett. Ich weiß nicht, wie das geht. Wenn wir gerade schon mal dabei sind, haben wir ein Thema zum Ansprechen, und zwar Schlafparalyse. Lass uns nicht über Schlafparalyse reden. Hey, ich hab's geschafft. Nein, ich hatte das noch nicht. Doch, ein einziges Mal, das ist ewig her. Ich hatte das nicht. Ich hatte das eigentlich noch nicht.
Also, warte, das ist das Zimmer von Nebsoblook. Ja, ist richtig. Wir sind ein komisches komisches rotes Monster. Ich kann mit einem Tesser. Ich kann mich. Es gibt Skins und Items oder so. Und ich kann mich mit. Hier. Mit B kann ich. Hui! 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 Wie oft muss auf dem Bett springen, damit es ein Archivend gibt? Keine Ahnung. Moment. Wirti? Ja. Wieso das Gespenst verschiedene Outfits? Weiß ich nicht. Das ist vielleicht für seine. Nein, es ist ein Hobby, oder das hier? Yeah. Yeah, das ist ganz. Hier die Moves! Was ist das, Snaps of Luke? Prima. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Du hast lange geschlafen. Warum schließt du kein Spanisch mehr? Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen frische Luft. Wer bist du nochmal? Ich bin ein Geist. Finde einen Weg hinaus. Immer dem Ball nach. Immer dem Ball nach. Ja, falscher Knopf. Hier unten ist übrigens Wasser. Ist kein Gift. Ist Wasser. Natürlich ist es Wasser. Ich mag mein Wasser am liebsten, wenn es lila ist. Jo. Das ist Traubensaft. Eben, was noch Wasser? Ja, in Traubensaft ist Wasser. In Gift auch. Zumindest wenn es geflüssig ist. Nicht ganz falsch. Ah, dieses große Felsen wirkt nicht sehr stabil. Vielleicht kannst du gegen ihn treten. Gegen dich treten! Immer diese Gewalt. Aber ihr erwähnt, dass das Spiel seltsam ist? Nee, ich sehe so bis jetzt noch nichts, wo das Spiel seltsam ist. Mehr Traubensaft. Nicht? Den habe ich beim letzten Mal nicht angequatscht. Da war ich zu schnell. So, hier, vorsichtig. Der Boden scheint leicht kaputt zu gehen. Aber das hätte ich auch ohne dich rausgefunden. Jetzt, wo ich mir gerade recht überlege, ich glaube, das ist nicht Nebsoblook. Ich glaube, das ist Toriel. Das ist vielleicht beides. Ich denke, du bist startklar. Viel Glück da draußen. Sei vorsichtig. Und schick mir Postkarten. Nebster-Toriel. Man kann sich ducken? Das sieht so dumm aus. Du siehst dumm aus. Ja. Also da hat sich einer Mühe gegeben, einen schönen Animationsstil für das Spiel zu finden und du machst ihn gleich fertig. Pff. Guten Morgen, Leute! Achtung! Diese Tür nicht öffnen! Dahinter schläft die Bestie! Ah. Sind wir die Bestie? Wir sind die Bestie. Wir sehen gruselig aus. Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, was man hier machen muss übrigens. Ich denke, wir werden es herausfinden. Wir sehen. Ist das Spiel zu laut? Könnte sein. Lass mich ganz kurz. Ist das jetzt besser? Sekret! Weiß ich nicht. Kann noch ein bisschen runtergehen. So? Auf jeden Fall ist es jetzt für mich angenehmer. Können wir gleich nach dem Part mal gucken. Könnte jetzt passen. Aber hier ist irgendwas. Es ist klein. Ein bisschen zu leise. Vielleicht nur die Musik leise lassen und
Effekte lauter machen? Nur so eine Idee. Können wir testen, deswegen sind wir hier. Nein, sind wir nicht, aber ich drücke immer den falschen Knopf. Das ist ein Loch, ich erkenn's doch sofort. Zwischen den Steinen. Das ist Gras. Oh. Ich wollte hier drin schlafen. Vogel! Hallo Vogel! Was gibt's? Na du? Hallo! Guten Morgen! Was gibt's? Hallo! Tschüss! Wie geht's dir? Gut, hänge hier ein bisschen rum. Auf dem Feld. Schön, dann machen wir weiter. Vogelschwäche. Ernsthaft? Wer verscheuche ich die als die mich? Ja. Wollen wir mit allen reden? Na klar. Na du? Alles Gleiche. Hallo, guten Morgen. Na du? Blumen! Brücke! Nein, die Brücke! Ich hab die Brücke kaputt gemacht. Nein, die Brücke ist kaputt gegangen, als du drauf standst. Das war ein Attentat auf dich. Richtig. Wir sind ganz unauffällig. Psst, unauffällig. Ich schwöre, ich hab gerade was gehört. Aus den Feldern? Ach, keine Sorge, wahrscheinlich nur die Vögel. Du hast einen Vogel in dir. Ich weiß nicht, es klang ziemlich forsch. Wie? Also, wie? Das Geräusch der Bestie, die kommt, um dich zu fressen? Hm. Mach keine Witze darüber. Sie könnte in den Feldern lauern und uns anspringen, wenn wir uns umdrehen. Hey, entspann dich. Niemand hat die Bestie je gesehen. Wahrscheinlich existiert sie nicht mal. Lass uns zum Dorf zurückgehen. Birdie, lass uns da hinten bleiben, bis sie zum Wurf aufgelaufen sind. Da gibt's mehr zu essen für uns. Perfekt. Keiner sieht uns. Oh shit! Die Bestie! Es ist die Bestie! Ah! Tu doch was! Tu doch was! Die Bestie ist wach. Oh! Ah! Sie sieht gar nicht bösartig aus. Ich hätte gedacht, sie wäre größer. Schön, dass alle deine dran kommen. Aber sie hat unsere Brücke zerstört. Bestie! Nee, es war der Bestie! Es war der andere. Warum bist du hier? Ich werde euch alle auffressen. Ha. Ha. Aber du scheinst kein Maul zu haben. Oh. Womit habe ich wohl geredet? Guter Punkt. Das ergibt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Du siehst nicht gerade furchterregend aus. Nichts würden gut, aber solltest du nicht mächtig und gigantisch sein? Bin ich doof, irgendwie. Soll ich sein? Was soll ich sein? Hm. Das ist sonderbar. Ich glaube, wir sollten sie befreien. Ja, sie stellt wohl keine Gefahr dar. Sieht mir nicht nach einer Bestie aus. Also gut, wir lassen dich raus. Aber du hast unsere Brücke zerstört. Hilfst du uns, sie zu reparieren, wenn wir den Käfig öffnen? Tommy? Ich habe schon in anderen Spielen den netten Typen gespielt. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Hm. Na dann. Tut mir leid, aber du musst in diesem Käfig bleiben. Ernsthaft? Und willst du uns jetzt mit der Brücke helfen? Auf keinen Fall. Nein.
Wir werden langsam müde. Es wäre leichter, wenn du einfach sagst, dass du uns hilfst. Nö. Auf keinen Fall. Weißt du, es gibt keine Möglichkeit, aus dem Käfig rauszukommen. Wir sehen. Gar keine, wirklich. Ich kann einfach. Nein! Du kannst dich so sehr anstrengen, wie du willst. Aus diesem Käfig kommst du nicht raus. Wie viele Dialoge haben Sie sich gedacht, brauchen Sie dafür? Weiß ich nicht. Wir werden langsam. Okay. Nicht so viele. Nicht so viele. Also, ich hätte mit mehr gerechnet. Ist ja gut. Gut. Keine Dummheiten, ja? Sag Bescheid, wenn du uns zu der Brücke in Ordnung gebracht hast. Hey, ich dachte, wir sollen helfen und nicht alles machen. Ich mache jetzt alles. Kick die Fliege. Töte die Fliege. Töte sie. Bring sie um. Ich hasse die Fliege. Wir werden beobachtet. Was zum Fick war das? Das ist halt deine Bestie, was? Du siehst ganz anders aus, als ich es mir nach der Geschichte vorgestellt habe. Welche Geschichte? Die Geschichte der Bestie. Ich meine, die Geschichte der Bestie. Im Grunde ist es einfach nur ein Monster, das im Berg lebt. Sie wird seit Generationen weitergegeben und niemand kennt ihren Ursprung genau. Mich nicht. Hör auf, mich zu treten. Weg! Weg! Jetzt reicht's. Oh shit, die Box, der Box zurück! Oh shit, der Box zurück! Oh shit! Oh shit! Das ist brutal! Oh shit! Ja, noch besser weg! Mir wurde gesagt, ich soll meine Tür geschlossen halten, wenn die Bestie in der Nähe ist. Geh und bring unsere Brücke in Ordnung. Ich trau dir nicht. Ich will die Bestie nicht in meinem Haus haben. Verschwinde. Geh in Ruhe. Reicht der? Ja, das ist dein Ding, glaube ich. Wenn ich die Augen halb schließe, siehst du ein bisschen wie die Bestie aus der Legende aus. Vielleicht bist du es doch. Also wenn wir nicht aussehen wie eine Bestie, dann weiß ich auch nicht. Okay, weißt du was? Wir reparieren die Brücke. Ich habe auf die Fliege gar nicht geachtet, als ich gespielt habe. Bis hier kenne ich es übrigens noch. Oh, jetzt weiß ich, warum die Fliege da ist. Ich habe die Fliege jetzt noch gelockt. Und die Fliege? Ne, warte. Wozu war die Fliege da? Ich Spinne! Oh, hallo! Warum hast du mich geweckt? Ich muss die Brücke reparieren. Hast du die Brücke kaputt gemacht? Nein. 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 Ja, wenn du eine Spinne wärst, was ich zufällig bin, könntest du sie wohl mit einem dann dieser netten Spinnennetze reparieren. Aber offensichtlich bist du keiner. Also viel Glück damit. Was? Du hast mich wegen nichts geweckt? Gar nicht cool. Okay, ja, wir haben noch einen Dialog. Ja. Na, warum hast du sie denn überhaupt erst kaputt gemacht? Langeweile. Guck mal, die selbst... Und deine blöden Fehler. Alles klar, mach ich. Mach das nie wieder. Danke fürs Reparieren. Hier. Danke, Bro. Mach das nie wieder. Kann nicht mehr schlagen. Glück gehabt. Okay.
Aufgabe gelöst. Kennen wir den blauen schon? Die Bestie hat die Brücke repariert! Oh! Der Orange war es definitiv, du, sollte der ganz oben auf dem Turm stand. Ich dachte echt, du hast die Brücke wirklich repariert. Du verdienst eine Entschuldigung. Wir haben dich für ein rücksichtsloses Monster gehalten. Aber du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Danke. Du kannst gerne in unserem Dorf bleiben, solange du willst. Ich glaube, unser Maler hat Probleme mit irgendwas. Vielleicht könntest du nachsehen, was los ist. Klar, ich bin das Monster. Ich bin nur hier, um euch zu helfen. Ich dachte, wir wollen irgendwelche Menschen aufhalten, die uns gratis Geld geben wollen. Gratis Geld. Ich weiß, was ihr macht. Wir verseuchen einfach ihr Grundwasser. Das dauert mir zu lang. Es ist ja wie Breath of the Wild hier. Ich glaube, wir brauchen Tomaten. Meinst du das Genera? Ja. Tomaten? Maxi-Tomaten. Falsches Spiel. Hier sehen wir nichts. Guck mal, der einmal lebt. So wie alles in diesem Spiel? Nein. Bass-Kick-Meisterschaft wird ausgetragen. Hey, wir können jetzt in die Häuser rein. Hi. Die Bass-Kick-Meisterschaft wird ausgetragen. Bass-Kick? Du kennst Bass-Kick nicht? Das ist die beste Sportart hier in der Gegend. Und die einzige. No. Eigentlich ist es die einzige. Ich habe sie letzten Monat erfunden. Ich glaube, sie trägt einen tollen Namen, trotz all der Kritik, die du vielleicht gehört hast. Außerdem bin ich die Meisterin darin. Bislang hat mich niemand geschlagen. Bist du hier, um mich herauszufordern? Ja. Prima, das Spiel geht los. Kick. Kick ins Gesicht. Es ist Basskick. Es ist Basketball, während du kickst. Ach, verstehe. Gut. Du musst die Wassermelone in den Korb auf der rechten Seite treten. Ich in den linken. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Alles klar? Alles klar. Kannst du es bitte wiederholen? Gut, los geht's. Ey! Ey! Der schummelt! Ich erkenne Schummelbude, wenn ich einen sehe, und das ist eine. Geh doch weg! Ja, hast du gesehen? Ganz schön knapp. Nein. Gibt's das im Multiplayer, bitte? Der hat gesessen. Ja! Auf die Bretter. 0-3. Ich meine 3-0. Auf die Bretter. Tommy, du musst ja auf dein Ding raufpacken, auf dem Steam Deck. Ich hab leider nichts gefunden, wo ich die Sounds herbekomme. Es gibt von allen Sounds ein Video, ein YouTube-Video. Du musst dir einzeln nur rausschneiden, die du brauchst. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, irgendwann, ich werde das irgendwann machen. Wow, du bist echt gut darin. Danke, dass du gegen mich gespielt hast. Hier, nimm das. 5 Geld? Aber ich dachte, ich krieg das geschenkt. Ja, eigentlich habe ich auch gedacht, dass wir das Kampf kriegen. Ein Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Nein, steht am Nachttisch. Hallo. Ich habe gestern ein Meme gesehen,
Ich glaube, es war im Spacewalk Subreddit. Garten meiner Eltern. 20 verschiedene Pflanzen. Es war dieses Auto, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wo die beiden zwischen den Autos stehen. Ich glaube nicht. Okay. Er zeigt auf das eine und dann halt der Garten von den Eltern. 20 verschiedene Pflanzen. Dann zeigt er auf den kleinen grünen Kaktus am Balkon. But I like this. Oh, der Shop ist offen. Wir haben 5 Geld. Komm, wir kaufen uns was. Super. Guten Tag. Ich war ja noch nicht übrigens. Hey. Du hast mein Geschäft ruiniert. Was? Ah, er verkauft Monster. Wie bitte? Alles ticken. Hä? Na, wie wohl. Ja, nur den. Ich habe bessere Artikel verkauft. Becher, Poster, Plüschspielzeug. Ach, das sind wir. Die Leute hatten Angst und waren gleichzeitig fasziniert. Das Zeug fand reißenden Absatz. Bevor du erschienen bist, wollte ich meinen Hit Bestienlos durch die Nacht veröffentlichen. Ach, Gott sei Dank sind wir zuvor gekommen. Bestienlos durch... Das wäre super geworden. Einfach gehen. Ja, nerv mich nicht. Bestienlos durch die Nacht. Lern mal deine Aggressionen zu bewältigen, wenn du die Scheiße siehst. Richtig, klappe jetzt. Apfel! Wir brauchen einen Apfel! Nein, wir brauchen Tomaten. Das zeig ich doch. Du siehst nicht so böse aus, wie es in der Legende heißt. Ich bin böse! Grrr. Ich könnte dich zerquetschen, indem ich mich einfach auf dich setze. Pass bloß auf! Pass du auf! Das Gesicht! Er ist ausgewichen. Ja, yeah, ja, yeah, lauf besser weg. Wir werden beobachtet. Hau ab. Ich hab doch nichts getan. Ich hab doch nichts getan. Ist das ein Honighaus? Du warst also die ganze Zeit die Bestie. Hast du die Plüschspielzeuge aus dem Laden gesehen? Du siehst ihnen kein bisschen ähnlich. Na klar, die gleiche Form wie ich. Schön für dich. Jetzt rein. Das ist kein Honig, ist glaube ich. Was? Meine Inspiration verloren. Das ist eine Katastrophe. Ich bin eine Katastrophe. Sie haben mich gebeten, ein Gesicht für die Vogelscheuche zu zeichnen. Aber nur den Vögeln gefällt es. Und das ist nicht gut. Sie sollten Angst kriegen. Es ist eine Vogelscheuche. Sollte Vögel verscheuchen. Ich besitze nicht die Kraft. Und darüber hinaus habe ich meinen Stift verloren. Oh nein. Wahrscheinlich liegt er irgendwo in meinem Keller. Könntest du mal nachsehen? Bestimmt. Im nächsten Part. Nach der Arbeit. Ja, Abonniert uns, lasst ein Like da, damit wir auch gratis Geld bekommen. Ja. Genau, wir wollen gratis Geld. Der einzige Grund, warum wir den Scheiß hier machen. Für gratis Geld! Und wenn ihr auch gratis Geld haben wollt, dann abonniert jetzt rein, gebt ein Like, lasst ein Abo da und spendet fleißig, dann kriegt ihr gratis Geld. Für alle 1 Million, die wir verdienen, bekommt jeder von euch 1 Euro ab. Nein, mach nicht solche Versprechen. Nachher haben wir 1 Million Abonnenten und dann haben wir 1 Million verdient und wir kriegen 1 Euro ab. Nee, meine Million. Guter Punkt. Na, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Abo, gebt ein Like und den ganzen Scheiß und dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Thank you.
Bum 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 b